Tank in Neheim. 1928, 200 Kubikzentimeter, 5 PS, 2 Takt. Und das war auch noch ein eigener Motor, den die entwickelt haben, auf der Basis des Zweitaktkonzeptes. RMW, also wer mal so ein Motorrad sieht, der hat ein ganz, ganz seltenes Stück vor sich. So, was haben wir denn jetzt? Die 100. Rüdiger Bellmann auf einer Württembergia. Das hört sich so württembergisch an. Das ist vom Grunde genommen auch richtig. Ich möchte nochmal schnell eben abgleiten, die 126 hier mit einer wunderschönen DKW. Und zwar der DKW Supersport aus dem Jahre 1929 mit 500 Kubikzentimeter. Schon natürlich mit Getriebe, sonst wäre das Ding gar nicht fahrbar. Hat sich natürlich mit der Supersport auch 36 Schritt ausgesucht. Gerrit Zilde aus Duisburg war das. Aber nochmal zurück zur Württembergia D28, ein Fahrzeug aus dem Jahre 1928. Die hatten dann so eine Typenbezeichnung, wo man aus dem Typenbezeichnung der Folge erkennen konnte. 356 cm. Das waren die Württemberger Motorräder. Die sind aber auf das Württembergische gekommen, weil die Mutter dieser Firma in Württemberg beheimatet war. Das waren also auch so Firmenkonglomerat. Amerikanische Motorradkultur, die 36, das war die Indian Scout. Eine 750 Kubikzentimeter Maschine, auf den 153, das ist Dr. Jochen Bühner aus Hagen. Harley Davidson, 1929, 1000 Kubikzentimeter, hier mit 12. Die Helme runter, ich will das.